Ja, hallo und willkommen zurück bei Let's Play Skyrim Quest Mods, die Schatten von Meeresis. Es ist ja lange her, seit wir hier das letzte Mal Skyrim gespielt haben. Selbst ich habe offline kein einziges Mal Skyrim gespielt. Also würde ich sagen, schauen wir nochmal schnell in unseren Questlog und schauen nach, was wir eigentlich machen müssen. Der Schatten von Meeresis. Ich habe Herlos ehemaligen Lehrmeister aufgesucht, der wenig glücklich war, seinen alten Schüler wiederzutreffen. Er willigte jedoch ein, uns zu helfen. Seiner Meinung nach handelt es sich bei dem gefundenen Amulett um das legendäre Amulett von Meeresis. Um diese besondere Verzauberung des Amuletts zu brechen, benötigt ihr allerdings das Gefäß der Seele, die verwendet wurde, um die Verzauberung zu erstellen. Dazu soll ich den alten Landsitz der Jarl-Dynastie von Einsamkeit aufsuchen, in dessen Mauern er diesen vermutet. So, das machen wir doch gleich. Diesmal haben wir freundlicherweise sogar einen Questlog. So, wir müssen hier hin, also am schnellsten geht es von Drachenbrücke aus. Aber ich fürchte, dass wir hier über die Kiefernmondhöhle gehen werden müssen, weil wir wahrscheinlich nicht über diese Berge hier kommen. So, ich weiß nicht, ob ihr das Ganze schon bemerkt habt, aber ich habe auch ein bisschen neue Musik hinzugeholt. Auch ein netter kleiner Mod, der neu hinzugekommen ist. Irgendwas Fantasy Music Overhaul oder irgendwie so ähnlich zu beziehen auf Skyrim Nexus. Genau. So, und wir schlendern dann mal unseres Weges. Es ist dann doch ein bisschen schön, nach ein bisschen Zeit wieder ein bisschen Abwechslung in Skyrim zu haben, musiktechnisch gesehen. Weil die Musik aus Skyrim ist zwar nicht schlecht, aber halt auf Dauer doch ein bisschen eintönig. So. Werfen wir uns mal einen Lichtzauber rein, zwecks der Dunkelheit auf YouTube. Ich habe auch einen Mod namens Better Torches mir installiert, den benutze ich auch schon für Oblivion. Offline benutze ich ihn auch für Nerim, der ist recht praktisch. Für Skyrim habe ich ihn bisher noch nicht ausprobiert, wir rennen schon wieder nicht so weit. Aber in den anderen beiden Spielen habe ich damit gute Erfahrungen gemacht, dass er die Gegner ein bisschen mehr erhellt, was vor allem in Kombination mit YouTubes Dunkelheit, beziehungsweise die Dunkelheit, die dadurch durch den Windows Live Movie Maker entsteht, ist das in Kombination dann doch recht praktisch. So, wir werden jetzt hier fast dran vorbeigelaufen. So, ich glaube, in dem alten Landsitz, wo wir jetzt hin müssen, mache ich dann eine Fackel an. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich momentan nur eine Fackel dabei habe. Da müssen wir bei Gelegenheit mal welche finden oder welche kaufen, mal schauen. Aber soweit ich weiß, betrifft das auch den Lichtzauber. So, und das da hinten sieht doch schon ganz gut aus. Ja, das ist von der Größe her, könnte man es durchaus als Landsitz bezeichnen. Alter Landsitz der Jarl-Dynastie von Einsamkeit entdeckt. Schön. Abgeschlossen. Find den alten Landsitz der Jarl-Dynastie von Einsamkeit. Dann gehen wir doch mal in den Nordflügel und schauen, was uns da so erwartet. Entschuldigung. Oh, und ich höre gleich schon wieder den ersten Feind. Oh ja. Doch schon relativ hell. Ein Meister der Schatten. Ich hätte uns inzwischen ja auch einigermaßen bekannt. Ein zweiter gleich hinterher. So. Wir halten auch ordentlich ein. Na gut, das sind auch die von diesen Schattenviechern, die höchststufigen, soweit ich weiß. Immerhin sind wir ja auch ziemlich hochstufig. Ein bisschen schwarzes Ektoplasma, das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Genau, also dauernd mit dem Dämmerbrecher einfach nur blind auf Gegner einzudreschen, ich weiß nicht.
Ich denke, das ist auf Dauer ein bisschen eintönig, aber... Tja. Das müsst ihr entscheiden. Wenn ihr irgendwelche anderen Waffen wollt und was für Waffen ihr wollt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Sollen wir jetzt mit Armbrüsten auf Gegner einschlagen? Wir könnten auch eine Kombination aus Armbrust und Schwert machen. Es gibt nämlich einen Mod, mit dem man mit dem Armbrüste nur noch einhändige Waffen sind. Das heißt, man könnte es mit Magie kombinieren, mit Schwertern kombinieren, einiges. So, und wir schauen jetzt hier weiter. Also, wir können auch Bogen nehmen oder was weiß ich, halt je nachdem, worauf ihr Lust habt. Vielleicht entscheide ich mich auch selbst um, wenn von euch keine Rückmeldung kommt. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal in den Südflügel. Was ich dazu sagen muss, ich habe mich hier in diesem Gebäude schon ein bisschen umgesehen, weil das dann doch hier relativ weitläufig ist und man viel suchen muss. Und ich wollte mit euch jetzt stundenlang durch die Gegend hören. Wo ist denn der andere hin? Ist der geflohen? So, hier haben wir den Arcanet-Verzauberer. Ein bisschen Gift, das nehmen wir auch gerne. Ein paar offene Bücher. Schauen wir mal, ob was Interessantes im Trankmischerbeutel ist. Lavendel, Stein, Buscherei und... Ah, eine Zutat, die ich bisher noch nicht hatte. Das ist interessant, interessant. Ne, was brauen wollen wir jetzt nicht. Hier noch irgendwas Interessantes? Nein, dann gehen wir mal schnell weiter. Soll ich alles mitnehmen? Ach, da sind sie alle versammelt. Na, dann mal her. Ich glaube, diese Meister der Schatten verdient von dieser Explosion, die manchmal bei mir geschieht. Was da geschieht. So, jetzt sind sie alle Geschichte. Das schwarze Ektoplasma sammle ich jetzt nicht alles ein. Wenn ich als Chemiezutaten sammeln will, kann ich das auch offline machen. Wir betreten jetzt mal die große Halle. Interessant. Was zum... das sieht ja hier nicht gerade einladend aus. Werfen wir mal einen Lichtzauber hinein. Eine Tür. Eine große Tür, und die werden immer wieder zurück teleportiert. Das ist nicht schön. Naja, immer stur geradeaus laufen. Das hilft zwar nicht immer, aber in diesem Fall hilft es ausnahmsweise sogar. Wow! Die waren gerade noch nicht da. Auf mit euch! So, mein Meister der Schatten. Eine der beiden Türen dahinter scheint blockiert zu sein oder sonst. Können wir uns gleich mal näher anschauen. Und weg mit dir. Verdammter Untoter. Und hier fliegen mal wieder die Gegenstände durch die Gegend. Nein, hier scheint es nicht weit zu gehen. Da hinten ist noch so eine Tür. Hat euch der alte Mann hier eingeschlossen? Entschuldigung. Wie lange ist es denn immer, dass er wiederkommt? Oh, entsprechendes Bild. Stellt euch auch mal in die Mitte der Halle. Gestatten, man nennt mich Pelagius den Dritten. Oh. Oder wie Tante Putima mich nennt, Pelagius dem Wahnsinnigen. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade den einen Dialog versehentlich abgebrochen. Tut mir leid. Egal, was wisst ihr über den alten Mann? Oh, gar nichts. War nur schon mal hier, der alte Zarador. War nur schon mal hier. Moment, Zarador. Ich breche hier nochmal kurz ab. Zarador? Das war doch nicht etwa... Zarados Leuchtturm. Sag bloß, hier ist Herlos als alter Meister hier gewesen. Gestatten, man nennt mich Pelagius den Dritten. Ja, oder wie Tante Putima mich nennt, Pelagius dem Wahnsinnigen. Oh, gar nichts.
War nur schon mal hier, der alte Zarador. War nur schon mal hier. Egal, jetzt aber zu den wichtigen Dingen. Weißt du zufällig, ob es hier diesen mächtigen Seelenstein gibt? Seelen was? Oh, Pelagius weiß, was ihr meint. Aber wird nicht verraten. Wird nicht verraten. Nicht solange der Prunkball hier noch an Ort. Welcher Prunkball? Hier sieht's doch ziemlich vereinsamt aus. Oh, der Prunkball, in dem ich versucht habe, mich zu erhängen. Seht ihr nicht dort das Seil? Hätte Tante Putima nicht diese scheußliche Schneebärtorte auftischen lassen, wäre es nie dazu gekommen. Aber das Seil. Das Seil. Okay, sonst noch was? Aber das Seil. Das Seil. Nein, scheinbar ist uns nichts Neues zu sagen. Wir werfen uns indes noch einen Lichtzauber ein. Und da haben wir das doch auch schon. Aktivieren. Das Seil ist so trocken, dass es ein leichtes wäre, es in Flammen zu setzen. Ach, da bekommen wir schnell noch einen kleinen Hint. Das ist ja auch praktisch. So, wo haben wir es denn? Zerstörung? Was nehmen wir denn? Immer Flammenwand. Brennseil. Brenn. Ja. Ah, 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 ah. So, genug getan für den Pyromanen. So, wir brauchen am besten unseren Lichtzauber wieder. Ist der hier? Ich habe vergessen, wo es den Lichtzauber gibt. Wahrscheinlich bei Beschwörung. Das würde Sinn ergeben. Weil wir eine Leuchtkugel beschwören, aber da ist es nicht. Veränderung. Nein, Illusion. Illusion müsste es sein. Hoffe ich jetzt mal. Oh, wir haben Unsichtbarkeitszauber. Wusste ich gar nicht. Das können wir bestimmt auch mal gut gebrauchen. Hellsehen. Heldenmut. Harmonie. Furcht erzürnen. Alter, ich bin echt zu blöd, den Lichtzauber zu finden. Ah, hier. Kerzenschein. 90 Sekunden haben wir zufällig noch was. Längeres? Nee. Dann. Muss das ausreichen. So, wir haben das Seil entfernt, mein lieber Pelagius. Oh, das Seil. Oh, es ist weg. Jetzt ist Tante Putima und ihre grässliche Verwandtschaft fort. Oh, ich weiß, der Stein. Nun, der ist fort. Wurde schon lange entfernt von den alten Mann. Graues Haar, Glatze, sah so ähnlich aus wie Onkel Zeporus. Aber der ist ja vom Pferd gefallen. Du armer Pelagius. Aber das wir suchen müssen, ist anscheinend nicht mehr da. Es wurde entfernt, etwa von Zarador, der uns hier hingeschickt hat. Weg! Fort! Nicht mehr da! Super. Weg! Fort! Nicht mehr da! Tja, dann müssen wir wohl woanders suchen und vor allem hier erstmal rauskommen. Oh, nun, durch die Tür natürlich. Die nur Pelagius kennt. Super. Dann sag mir bitte, wo sie ist. Oh, wird nicht verraten. Wird nicht verraten. Ihr müsst euch schon dafür anstrengen, wisst ihr? Was willst du von uns, mein lieber Pelagius? Oh, ihr seid schlauer als Pelagius dachte. Schlauer als Pelagius dachte. Wisst ihr das Gleichgewicht? Oh, das Gleichgewicht. Pelagius wurde bei seiner Krönung schon ohnmächtig. Das Gleichgewicht. Hier über der Decke befindet sich eine Finne. Dreht Pelagius ein wenig nach rechts. Nimm das, sag uns halt einfach, wo die Tür ist, du Pelagius, nimm das. Super, wir sollen aus dem Schloss entkommen. Oh, das Gleichgewicht. Ja, und dazu sollen wir anscheinend eine Winde drehen, die sich oben befindet. So, hehe. Wie gesagt, hier würde die Sucherei anfangen. Das wollte ich euch ersparen. Oh, hier mal ein paar schöne Bilder. Nett. Also, zuallererst haben wir hier einmal ein Skelett. Oder einen Schatten in dem Fall. Oder zwei. Ja.
mal wieder kräftig. Aber ganz ehrlich, auf diese Weise, auch wenn es cool aussieht, wenn die ganze Zeit Gegenstände durch die Luft fliegen, aber auf Dauer ist es doch ein bisschen langweilig, immer einfach nur drauf loszudreschen, oder? Ich weiß nicht, aber das müsst ihr entscheiden. In Form von Kommentaren. Genau, was ich eigentlich sagen wollte, hier ist schon mal das Erste.